Hey Leute und willkommen zurück zur Hölle. Nee, warte, wie ist das Spiel? Babas, Jo oder so? Ja, wie auch immer, wir sind hier in der schlimmsten Welt gefühlt angekommen, haben die letzten Male gelitten und werden heute das letzte Mal leiden, hoffentlich. Denn ich habe heute vor, tatsächlich diese Welt mal abzuschließen, damit wir eine schönere, himmlischere Welt bekommen können. Keine Ahnung, ich glaube, gehen wir rein in C. Fangen. Wer wird denn hier gefangen? Hoffentlich nicht ich. Gott, ich bin überhaupt nicht mehr in dem Spiel drin, ne? Text is defeat. Warte, was? Das heißt ja dann... Nee. Ich dachte, das würde heißen, dass wenn ich einen Text reinlaufe, dass ich sterbe. Nee, ist aber nicht so. Okay. A ghost is defeat and melt. Okay, die Geister kann ich killen irgendwie? Irgendwie muss ich gleich noch Keke sein. Damit ich Flag is win machen kann. Was haben wir hier oben? Skull is defeat. Unten haben wir Baba is you und Hedge is stop. Text is push. Und Keke is hot. Ja, schon ziemlich hot, würde ich schon zugeben. Okay, da sterben wir nur. Genau, Skull is defeat. Was könnten wir machen? Wir könnten Keke is you machen. Ich glaube, das mache ich mal. Ich weiß nicht, was es bringt, wenn Keke hot ist. Bringt ihm irgendwie jetzt auch nichts. Schön für ihn, aber ist nicht hilfreich. Genau, jetzt sind wir beide. Aber dann würde er sterben. Das heißt, dass wir Skull erstmal deaktivieren müssen. Wie deaktivieren wir ihn? Ich habe keine Ahnung. Müssen wir die fragen? Ich weiß es doch nicht. Wir können das Ist da unten zweimal benutzen. Das heißt, ein Hot oder ein Push hier noch hinstellen und auf der anderen Seite noch was anderes. Warum ist da eigentlich Weak? Skull ist weak, aber können wir nicht machen. Wir können Skull hier nicht verändern. Skull ist defeat und das bleibt so. Das ist halt die Challenge, I guess. Wie wär's mit ist weak? Jetzt kriegen wir das aber auch nicht mehr weg, ne? Das ist doof. Also was wir machen können ist, Text ist weak. Und dann pushen wir das Push in... Ja. Es geht schon wieder los. Aber hey, immerhin habe ich jetzt ein... Nee, ich habe keine Ahnung, was ich mache. Ich dachte, ich hätte einen Anhaltspunkt. Irgendwie bin ich immer noch komplett verwirrt. Wie kriege ich den... Ja, das Einzige, was ich versuchen muss, ist halt irgendwie Skull kaputt zu machen. Beide Skelettköpfe. Wie mache ich das? Na gut, jetzt haben wir halt keinen Text mehr, der sagt Baba is you. Aber wir haben Baba dupliziert, das ist immerhin etwas. Nee, hilft nicht. Ich kann machen, Text ist Keke, aber dann... Okay, also Text wollen wir nicht verändern. Wir können Text hot machen, aber ich glaube, das wird uns nur umbringen. Nee, tut's nicht. Wait a minute. Hilft uns das? Ich kann den Geist killen. Aber das hilft doch nicht. Hilft das? Das Ding ist, dieses Weak hier in der Ecke, das ist nicht einfach nur so da. Wir kriegen das da nicht weg. Ich denke mal, das ist irgendwie super wichtig hierfür. Ich habe nur noch überhaupt nicht herausgefunden, wie mir das in irgendeiner Art und Weise hilfreich sein soll. Aber ja. Irgendwie wird das hilfreich sein. Vielleicht Text is weak? I don't know. Ich kann alle ganzen Texte kaputt machen. Schön! Hilft das? Nein! Ich kann, wenn dann noch. Keke. Keke. Weak machen. Ja. Schön für Keke, dass er weak ist. Toll. Leider kann ich auch nicht das hier unten verändern. Also ich bleibe Baba. Das Einzige, was ich machen kann, ist Baba und Keke sein. Warte mal. Ich kann aber nicht machen, Text is you, Baba is you, oder? Ich glaube, das bringt nichts. Kann das sein? Lass mich das mal ausprobieren, please and thank you. Wow!
Was zum... Wieso? Warum passiert das? Hä? Warum explodiert alles, wenn ich das mache? Game Crash oder was? Hä? Logik explodiert. Also ich verstehe aber nicht warum. Hm? Eigentlich müsste das so funktionieren. Ah. Super weird. Ich guck's nach. Ich habe keinen Anhaltspunkt. Keinen einzigen. Oh, wow. Ich hab's gerade nachgeschaut. Das ist halt so ein Ding. Das Spiel hat mir nicht erklärt, dass das funktioniert. Deshalb habe ich es auch nicht ausprobiert. Also, ich glaube, ich habe das vorhin sogar schon gemacht. Bin mir ziemlich sicher, ich habe es gemacht. Text is weak soll ich machen. Und ich bin mir sehr sicher, ich habe das vorhin noch gemacht. Und dann kann ich einfach so hier reinlaufen. Und dann ist Skull nicht mehr defeat. Skull ist halt eine Lachnummer. Und dann kann ich halt, weiß ich nicht, irgendwas nehmen und dann in den Geist werfen. So, ich glaube, mehr brauche ich auch nicht nachschauen, weil, ja, ne? Ja, wieso bist du noch, so weil du zu weak bist? Ja, dann machen wir dich einfach nicht mehr weak und dann machen wir dich jetzt wieder weak und dann ist der Geist tot. Nein, ist er nicht. Okay, so funktioniert das nicht. Wir können aber ihn auch nicht mehr hot machen. Oder? Oh, ich kann das kaputt schieben. Nee, das ist aber nicht hilfreich. Warte mal, ich kann den hier kaputt machen und dann darunter hot machen. Ah, yeah. So, kaputt. Ja. Jetzt? Will ich das ist haben? Ich will Keke is you haben. Wie zum Teufel soll ich das hinkriegen? Ich habe eine Idee. Warte, ich glaube, ich weiß sogar, wie es geht. Und zwar, bevor ich den kaputt mache. Ich muss ihn aber kaputt machen, nee. Nee, Moment. Kaputt machen, hochschieben. Hochschieben. Jetzt hab ich es ist. Der kann hier bleiben, mir egal. Jetzt hab ich es ist. Okay. Erstmal will ich. Was? Ja, das ist in Ordnung. So. Und jetzt machen wir. Zack. Jetzt machen wir das gleiche, was wir gerade hatten. Und dann ist alles gut. Dann haben wir gewonnen. Ja, ich musste wirklich nur den einen nachschauen. Den Rest habe ich selbst herausgefunden. Nice. Okay. War in Ordnung. Hätte ich gewusst, dass es funktioniert, wäre es kein schweres Level gewesen. D. Malerischer Teich. Maybe vorletztes Level? Vielleicht kommt noch was, aber ich hoffe nicht. Skull is sink. Water is sink. Oh, die singen aber alle hier. Text is defeat. Baba is you. Keke has text. Oh, Keke hat einen Text. Skull has wall. Flag is win. Fence and wall is stop. Und da ist ein is float, was wir nehmen können, maybe? Warte. Flag ist nicht win. Wir wollen irgendwie hier hochkommen. Okay, das killt uns. Aber wir wollen da hochkommen. Durch das Skull und dann Flag nach rechts schieben und dann halt einfach hier rein. Hier steht zwar Keke has text, aber welcher Keke? Hier gibt's keinen Keke. Es sei denn... Nee, Spiel sagt, es gibt keinen Keke. Ah, ah. Das heißt, wir müssen Text ist Keke machen vielleicht? Oder... Baba has text. Was ist, wenn ich... Ich glaube, das killt mich jetzt, aber ich will es trotzdem mal machen. Sie beobachten mich. Damn, bro, you got the whole squad laughing. Oh nein, was war ich jetzt? Fenster wall stop, ja. Nee, das... Ich weiß nicht, das wirkt mir nicht so schlau. Ich kann das ist zerstören.
damit ich an Float rankomme. Ich mach das mal. Einfach um mal zu gucken, was dann passiert. Ja, wisst ihr? Einfach nur wegen Experimenten. Nee, das hilft überhaupt nicht. Wie krieg ich das denn jetzt da? Nein, das bringt nichts! Ich krieg doch gar nicht raus! Text is defeat. Keke ist Text. Warum habe ich das Wort Keke, wenn es ihn offensichtlich hier nicht gibt? Vielleicht soll das Wort irgendwie geopfert werden? Baba has text. Das würde ja bedeuten... Baba... Warum kommt der Baba... maybe. I don't know. Ich überlege gerade. Text ist float. Könnte ich nicht machen. Verdammt, wegen diesem Block hier ist er extra hingestellt worden. Kann ich hier nichts reinschieben. Hä, aber wie... Was hilft mir das, wenn irgendwas floatet? Wenn Baba floatet, wäre das nützlich, weil dann kann Baba über das Wasser. Oder über den Sky, weiß ich nicht. Aber ja, dann will ich da hoch rankommen. Ich glaube, das ist mein Ziel. Hm? Nee. Baba has Keke? Ja, schön für ihn. Ja, Text ist float. Ich meine ich auch nicht. Aber schau mal, Text ist defeat. Also kann ich ja theoretisch kann ich hier Texte rüber schmeißen und dann hier durchkommen. Skull has wall. Boah, das check ich erst jetzt. Das bringt mir egal. Okay, also mein Plan ist es auf jeden Fall, oder mein Ziel besser gesagt, ist auf jeden Fall, hier ein Wort durchzukriegen, irgendwie. Damit hier ist float und dann das Blub fliegt da oben hin und macht mir die Arbeit. Entweder ist es Baba oder es ist Keke. Aber auf jeden Fall muss irgendwer floaten sein. Weil sonst wird das Skull zu einer Wall und dann bin ich komplett. Ja, ne? Also, was ist hier der Plan? Ja, keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. Baba ist Text. Text has Baba is you. Aha. Warte mal, das würde doch bedeuten, wenn Text Baba hat. Ja. Genau, jetzt habe ich mich multipliziert, genau. Warte, nein. Oder? Okay, schön gut, dass ich das kann, aber... Ich kann doch jetzt... Mit zwei Babas... Das Wasser jetzt zerstören. Ja. Und jetzt habe ich das Float hier. Schön und gut, aber... Warte mal, ich habe eine Idee. Baba is you has text. Und da kann ich mich immer wieder hin und her, immer killen. Ah, das ist ja... Das ist ja toll gewesen. Warte, ist es noch möglich. Baba has text. Tatsache. Ja, das geht sogar. Warte mal. Baba is float. Ja, ich hab's. Baba is float. Oh mein Gott, ich hab's wirklich geschafft. Oh mein Gott. Oh. Ich hab's fast geschafft, okay? Ich hab's fast geschafft. Jetzt habe ich es geschafft. Yay! Boah, gutes Level. Endlich mal wieder.
Na! Ein Bonus-Level, bevor wir das letzte Level machen können. Tiefe Pfütze. Das ist das gleiche, nur noch viel, viel schwerer, damit das Spiel sagen kann, ja, das war ja nur die Easy-Mode, hier ist der Hard-Mode. Oh, ist Float... Du musst das Ganze ohne Floaten machen. Ist klar, ne? Ist klar. Ja. Warum auch immer hier dieser Sound noch alles hier existiert. Aber... Skull ist keine Wall mehr. Das heißt, basically doch eigentlich, dass ich doch nur... Text as Baba mache. Oder nicht? Und dann das, was ich vorhin gemacht habe, die ganze Zeit hin und her, hin und her, hin und her. Right? So. Jetzt machen wir. Den Schmalen hier. Jetzt machen wir. Warte. Jetzt gehen wir hin, jetzt gehen wir hin. Text. S. Baba. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das richtig mache. Moment. Ich glaube, ich mache es gerade richtig. I think so. Ne? So. Text has Baba. What? Aber Text ist auch defeat. Warte mal, kann ich da was anderes? Warte mal. Was ist, wenn ich Platz schaffe und dann irgendwie sowas mache wie... So, ich schieb ganz viele Wörter durch und irgendwann ist halt so... Text is win. What about that? Wie wäre das? Würde das funktionieren? Da muss ich aber erstmal jetzt die ganze Zeit hin und her. Ne, den üblichen Schmarrn. Den da... ups. Am besten behalte ich den Text. Ja, auf jeden Fall. Safe behalte ich den Text. Ich will so viel Text haben wie möglich. So. Baba is win. Und dann können wir hier den Rest, die ganzen restlichen Dinger, alle mit nach oben packen. Und alle durchschieben, 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 bis es passt nicht. warte mal. Nein. Doch? Hä? Ich dachte, ich wäre dann was dran. Text is you. Spiel sagt nein. Darfst du nicht. Ist nicht okay. Ja, keine Ahnung. Das hier war meine beste Idee. Ich weiß, was ich sagen soll. Das war wirklich einfach meine beste Idee. Wenn sie funktioniert, dann, bin ich hier mal am Stuck? I cannot tell you. Ich kann's euch nicht sagen. Hm? Wait a second. Nee, das macht zu schlechter. What? Also in meinem Kopf macht das Sinn. Aber es geht halt nicht kaputt. Nee. Dann gucke ich's nach. Okay, wow. Das ist super interessant. Also ich lag richtig. Nur der letzte Schliff, der letzte Schritt hat mir gefehlt. Aber jetzt weiß ich, wie er geht. Es ist gar nicht mehr so schwer. Vielleicht hätte ich das schon herausgefunden, wenn ich die ganze Zeit weiter probiert hätte. Baba, nee, den Text has Baba erstmal machen. So, Text has Baba. So, Text ist Baba. Und was wir tun wollen, ist das gleiche, was ich gerade die ganze Zeit gemacht habe. Nur wollen wir alles zerstören, bis auf den unteren mittleren. Ups, noch nicht. Erstmal hier das hier wieder ändern. Genau. Das heißt. Wir räumen so auf. Glaube ich. So. Ja.
Jetzt habe ich nur das Problem, dass keiner mehr runterkommt, ohne dass das kaputt geht. Achso, lol. Braindead. Okay, genau. Wir wollen das jetzt so haben, wie wir es vorhin schon hatten. Mal ein bisschen wieder so. Einfach zack. So. Und jetzt ganz wichtig, jetzt wo es in der Mitte steht, können wir es hier rausnehmen. Und jetzt kommt's, das ist klug. Baba ist Baba, das heißt immer wenn wir sterben, respawnen wir aber wieder. Weil Baba hat Baba, hat Baba, hat Baba, hat Baba. Yeah, dann sind wir durch! Ich gebe zu, die Level aus den letzten paar Folgen, die waren schwerer als die, die wir heute machen. Aber ich sage es nicht so früh, denn ein einziges Level, ich glaube ein Level, ich glaube, hoffentlich kommen nur vier, haben wir noch vor uns und dann sind wir endlich durch und können mal was Neues begutachten. Schädeltor. Okay, ist ein kleines Level. Wall is Stop, Skull is Defeat, Flag is Full, alles standardmäßig. Baba is You, alles standardmäßig. Also wir haben einfach nur eine große 5 Blöcke Wand voll mit Skulls, die uns killen. Da rechts ist die Flagge, wir wollen einfach rauskommen. Standard. Simpel meine ich eigentlich. Genau, simpel. Wir wollen also einen Weg finden, durch die Skulls zu kommen, zur Flagge. Wir haben ja immer Baba is You. Wir können Text is You machen, damit das Spiel crasht. Nee, was? Huh? What? What? Das geht? Okay, aber... Baba ist Text. Baba ist... Push? Wir wollen auf jeden Fall Text is You machen. Weil dann können wir alles ein bisschen weiter nach unten bewegen. Und das wird hilfreich sein. So nicht. Warte mal. Nee, doch. Nee, doch. Nee, doch. Doch. Doch, das muss richtig sein, so. Bisschen schieben. Andere Seite schieben, I guess. Oh nein. Ich will Baba is Push machen und dann Baba rausschieben und gewinnen. Das ist literally it. Mach ich einfach so? Ist das Einzige, was ich tun muss? So? Jetzt habe ich es, glaube ich, falsch rum. Ja, ich habe es falsch rum gemacht. Ja? Ja. Baba ist Push. Das heißt, wir pushen jetzt Baba einfach raus. Ja? Jetzt müssen wir Baba werden. Denke ich? Wenn dann eher so? Aber selbst das ist nicht richtig. Wie kriege ich das jetzt hin? Falsche Richtung. Verdammt. So? Okay, ich weiß, wie ich danach wieder Baba is You werde. Okay. Okay. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Wie ich Baba... Also meine Überlegung ist jetzt eigentlich nur noch, wie kriege ich Baba dazu... Oder wie kriege ich gerne bei Baba dahin, wo ich ihn haben will? Wie kriege ich denn da durch die Skelettköpfe raus? Wie mache ich das? Du musst, glaube ich, hier stehen, oder? Ist das so richtig? Habe ich es denn vorhin gemacht? Ist das vorhin so gemacht, oder nicht? Ja. So. Genau, wir sind dieser Viererblock hier, oder was auch immer. Aber ich kriege einfach Baba nicht weit genug raus, bevor ich selber umkipp und sterbe. Ja? Ja, das ist so bis Zeit. Das ist nicht hilfreich. Nein. Okay. Ja, das ist gut. Jetzt müssen wir nur noch Baba zu dem Platz bringen, wo Text gerade ist. Und wir haben gewonnen.
Das war in Ordnung, das Level war voll in Ordnung. Ah, Leaf is smooth, wir haben endlich alles durch in dem blöden Blätterwald. Yes! Woo! Yeah, baby! Also ja, die pinken Level waren bisher am spaßigsten im ganzen Wald. Ich will nicht auf das Spiel draufhaten oder so, ich will nur sagen, diese Welt war irgendwie too much für mich. Aber ich bin mir sehr sicher, die nächsten Welten werden noch besser. Ja, jetzt haben wir 4 Welten durch. Und wie wir sehen können, haben wir hier oben eine Welt, zweite Welt, eine dritte Welt, hier noch eine Welt, die wir noch nicht betreten können, und hier noch eine Welt, die wir noch nicht betreten können. Und auf der Overworld sehe ich auch nochmal 3 Felder. Also, da kommt einiges auf uns zu. Ich würde sagen, beim nächsten Mal sehen wir uns dann hier im tiefen Wald wieder. Seid auf jeden Fall dabei und bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. Ich glaube, die Musik ist sogar anders.